Wem ist sie kein Begriff? Die Festung Hohensalzburg, das Wahrzeichen der Stadt Salzburg. Seit nun mehr als 900 Jahren thront diese imposante Verteidigungsanlage auf dem Salzburger Festungsberg. Dabei wurde sie nie eingenommen und konnte so die Jahrhunderte unbeschadet überdauern. Also die Festung wurde nie eingenommen, weil sie einfach uneinnehmbar war im Mittelalter. Der Schwachpunkt war immer so ein bisschen Richtung Nürnberg hinüber, da läuft der Festungsberg flach aus und dort haben wir mehrere Verteidigungslinien gehabt, also wenn sozusagen die Angreifer darauf kommen würden. Aber sie galt auch im Mittelalter als uneinnehmbar und das Interessante ist, man konnte sie mit 8 Personen verteidigen. Es gibt 8 Torwachen und diese 8 Torwachen reichen aus, dass man die Burganlage verteidigen kann. Neben der Abwehr von feindlichen Invasoren hatte die Burg noch andere, wichtige Aufgaben für die Bevölkerung zu erledigen. Eine davon war das Warnen vor Bränden und Stürmen mittels Trompeten, Fahnen und Kanonen. Dafür wurde eigens ein Turm errichtet. Ja, das ist der Trompeterturm. Da waren die Trompeter untergebracht als Feuerwache. Die haben die Stadt überwacht und wenn sie wo gesehen haben, dass Flammen auflodern oder es raucht, dann haben sie Alarmsignale mit der Trompete gegeben, daher Trompeterturm. Es gibt 4 solche Rundtürme, aber das war eben speziell für die Feuerwache. Und oben haben wir einen grandiosen Blick auf die gesamte Stadt, in das Umfeld hinein, zu den Stadtbergen, zum Untersberg, zum Gleisberg, bis ins Hagen- und Dennengebirge. Und dann sieht man wieder einmal, wie wunderschön diese Stadt ist. Der Trompeterturm ist normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Einzig und allein ein Gewinnspiel der Bezirksblätter öffnete für Cora Kepplinger und 9 ihrer Freunde die Pforten. Zum Wohl, herzlich willkommen. Naja, es war einfach, ich glaube, die Gesamtschau mit dem Landeshauptmann, wohin zu kommen, wo man sonst nicht hinkommt. Der Trompeterturm bietet uns einen tollen Blick auf die Stadt und ich glaube, man ist immer wieder überwältigt von der Schönheit. Aber auch für die Trompetenspieler der Musikkapelle Puch ist es ein besonderer Moment. Dieser Turm ist schließlich seit rund 500 Jahren mit ihrem Instrument verbunden. Es war sehr cool, weil alte Traditionen behalten werden und einfach generell das Treffen mit Landeshauptmann und das war eine riesengroße Ehre für uns, dass wir da spielen haben dürfen. Damit aber nicht genug. Im Anschluss führt Schlossverwalter Bernhard Heil die Besucher durch die Festung. Angefangen in der Bildergalerie der Fürsterzbischöfe, über die Prunkräume im Hohen Haus bis hin zum Salzburger Stier. Einem Orgelinstrument, das früher die Aufgabe einer Sirene übernahm. Dabei werden die Töne über Metallklammern auf einer Holzrolle abgespielt. Schon Zeit aus mit meinem letzten Besuch. Naja, ich weiß auch nicht, 3-4 Jahre so ungefähr. Zu Silvester ist man halt da in den unteren Regionen. Interessanterweise kommen ja die Salzburger nicht so oft herauf auf die Festung. Wenn sie Gäste haben vielleicht zum Herzeigen, mal mit den Kindern. Aber es ist immer wieder sehenswert und ich kann nur einladen und auffordern, schauen Sie sich die Festung an, es ist absolut sehenswert.